Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video zu Western Digital MyCloud X4. Und in diesem Video möchte ich zu einem Thema kommen, das ich ursprünglich gar nicht erst bemerkt habe, denn das letzte Update hat neben ein paar optischen Veränderungen, wie man hier gut sieht, auch eine weitere App mit mehr Möglichkeiten implementiert, und das ist die Z-Wave Home Automation. Und im Endeffekt erweitert diese App zusammen mit einem kleinen USB-Stick, der kleiner als ein kleiner Finger ist, 99 Euro kostet, meine MyCloud X4 in eine Smart Home Basis, ja. Also viele Hersteller bieten das sicherlich auch als separates Gerät an, egal ob jetzt Homematic, Quivicon oder was auch immer. Dazu gehört immer eine gewisse Basis. Das ist hier in dem Fall jetzt der USB-Stick, den ich mir gleich mitbestellt habe. Ich muss leider dazu sagen, die Sensoren und Aktoren, die ich bestellt habe, die sind noch nicht gekommen. Ich habe erstmal nur den USB-Stick, aber trotzdem wollen wir uns das Ganze schon mal angucken. Was man dann machen muss, damit man die Z-Wave-App auch wirklich bekommt, man muss hier einmal aus den möglichen installierbaren Apps installieren und kommt dann mit einem Aufruf auf Konfigurieren zu dem Login. Und das Passwort, das steht hier oben auch schon drin, das Standardpasswort, was man dann im Verlauf ändern sollte, mit dem Standardbenutzernamen. Das wollen wir nicht speichern. Und wir sehen hier jetzt die Übersicht. Wir können uns das Ganze mal angucken. Es wurden in der Startseite noch keine Geräte hinzugefügt, ganz genau. Hier muss ich eine Lizenzerweiterung durchführen, das ist relativ einfach. Der Code für die Lizenzerweiterung, der wird mit dem USB-Stick geliefert. Ansonsten kann man hier neue Räume hinzufügen und sich hier wahrscheinlich Berichte angucken. Aber eins nach dem anderen, und wir fangen damit an, dass ich jetzt den USB-Stick mal einmal in meine Western Digital NAS reinstecke. Die sitzt relativ stramm. So, und dann steht hier Lizenzerweiterung. Gehen Sie auf Einstellungen, Management zu Lizenzerweiterung und geben Sie den Lizenzcode ein. Also einmal auf Einstellungen. Nein, das sind meine Einstellungen. Hier will ich nicht hin. Wahrscheinlich heißt es Management. Nein, Management heißt es auch nicht. Das ist interessant. Geräte. Nein. Anwendungen? Nein. Meine Einstellungen. Auf das kleine Rad geklickt und schon bin ich immer noch nicht da, wo ich eigentlich hin möchte. Erzeugt durch die Anwendung Lizenz Upgrade Information Widget. Die Anzeige, die mir hier geboten wird, kann ich also nochmal ganz langsam. Wählen Sie in der Smart Home UI die Einstellungen. Das müsste das hier sein. Management. Ah. Und dann auf Lizenzverwalter. Doch, Management. Habe ich doch falsch gelesen. Aber hier habe ich nur Nutzerverwaltung oder Fernzugriffe. Hier fehlt mir also die Lizenzerweiterung. Vielleicht
wurde hier auch das Gerät selbst noch nicht erkannt. Gucken wir mal, ob er ein Gerät automatisch erkennt. Das wäre ansonsten die Routine, mit der man eine Installation durchführen kann. Keine Geräte gefunden. Ja, super. Okay, wechseln wir nochmal zur Oberfläche von MyCloud. Und schauen uns an, ob wir hier etwas angezeigt bekommen. Gut, das geht schon mal stockender als gedacht. Schauen wir einmal in die Anleitung. Installieren Sie die App. Gehen Sie in die Web-UI der NAS. Dann schließen wir das Ganze nochmal. Gehen nochmal zu Apps. Warten, bis er die zusätzliche App geladen hat. Gehen zu Konfigurieren. Geben das Passwort ein. Klicken auf Anmelden. Nee, das Passwort wollen wir nicht speichern. Jetzt sollen wir zu Management und Lizenzerweiterung gehen. Tja. Interessant, interessant. Ich denke, ich muss hier einmal unterbrechen und das Video später dann fortsetzen. Aktuell zeigt mir die Web-Oberfläche irgendwie nicht an, was ich eigentlich sehen wollte. Also, das hier der kleine erste Teil zur Vorstellung und zum ersten Teil der Installation. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich zum nächsten Teil. So, irgendwie hat meine NAS einen kleinen Neustart gebraucht. Und nach dem Neustart habe ich hier nun auch die Möglichkeit, meinen Lizenzschlüssel einzugeben. Das mache ich jetzt einmal kurz. Und jetzt läuft hier ein kleines Funktionsupdate, wobei mir jetzt wieder die Meldung erscheint, das Funktionsupdate war nicht erfolgreich. Aber zumindest bis hierhin möchte ich das Video jetzt einmal abschließen. Die absolute Ersteinrichtung, also Stick anschließen und vielleicht die NAS einmal neu starten, haben wir durchgeführt. Und in den nächsten Videos gucken wir uns dann die Oberfläche ein bisschen genauer an, richten die ersten Zimmer ein. Und sobald die Sensoren und Aktoren da sind, werden dann auch diese weiter hier integriert. Also wer interessiert ist und sich vielleicht überlegt, das bei seiner Western Digital NAS auch durchzuführen, ist gerne willkommen. Allen anderen noch einen schönen Tag und bis bald.